Hallöchen, Lootfreunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fallout 76. Wenn euch das Video gefällt, drückt gerne auf den Daumen nach oben und schreibt mir einen lieben Kommentar. Selbstverständlich dürft ihr das Video auch teilen, und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert diesen Kanal und drückt die Glocke. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß. Okay, weiter geht's nach Watoga rein. Wir haben da ein paar Problemchen mit Robotern. Wenn du mir sagst, welche du noch brauchst, schaue ich noch genauer nach. Ich brauche eigentlich nur 308er. Aber da habe ich ja jetzt auch wieder. Nuka-Cola Cranberry, coming soon. Ich habe so ein bisschen Schiss vor Watoga, ehrlich gesagt. Das ist knüppelhart da drinnen. Oh, warte mal. Nee, oder? Hier haben wir einen... Pass mal auf, wir haben hier einen Jaggles, den Mondaffen, als Fahrer, der einen Anhänger zieht, einen Pferdeanhänger, mit Giddyup Buttercup Pferden. Warum, frage ich mich. Und warum bin ich zu dick, um da reinzukommen? Warum? Einfach nur, warum? Okay, pass auf, wir gehen rein nach Watoga. Wir kommen hoffentlich lebend wieder raus. Oh, warte mal, ich sollte vielleicht... Das wäre auch keine so blöde Idee. Mal ein bisschen Redaway zu nehmen. So, da noch ein Happen essen und ein Schlückchen trinken. Und dann schauen wir, dass wir reinkommen. Hopp! Und wir müssen da jetzt, wir laufen durch. Wir laufen so schnell wie möglich durch Richtung Stadthalle. Wo ist die verdammte Aua? Da ist die verdammte Stadthalle, schnell! Hallo. Tschüss. Die sind nicht sehr nett. Okay, da steht schon Johnny. Haben wir irgendwas zu looten? Nee. Alles klar. Ich habe ein bisschen Schiss. Das ist eine harte Quest. Zumindest habe ich sie als sehr hart in Erinnerung. Sei jetzt still und überlass mir das Reden. Ey, folge mir, Vorsicht, ne? Nicht. Du gehörst mir. Oh, da bist du ja. Schnell, wir sind spät dran. Du hast Glück, dass ich dich nicht den Meyerlurks zum Fraß vorgeworfen habe. Huch. Hey, deine Sklavin trägt gar kein Halsband. Schaff sie rein und bring das in Ordnung, bevor sie was anstellt, das dir später leid tut. Keine Sorge, mein Bester. Ich hab's hier. Armes Ding hat Durchfall. Ich musste hinten rum mit ihr, damit sie erst draußen ihr Geschäft erledigt, bevor wir reingehen. Wie sich's gehört. Was? Da kommt nichts mehr nach. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen, Sklave? Was zur Hölle? Das ist eklig. Ich hatte keinen dünnen Pfiff. Ah, willst du mir etwa sagen, dass du die ganze Zeit gelogen hast? Was war das dann für ein Gestank? Wie auch immer. Du hast gepupst. Du wirst einiges zu hören kriegen, wenn du überlebst. Pass bloß auf, dass sie keine Sauerei anrichtet, weil ich hier alles sauber halten muss. Und leg ihr das beschissene Halsband um. Hey! Du hast den netten Herrn gehört. Komm her, damit ich dir das Halsband hier umlegen kann. Oh, die haben nette Sachen hier.
Was zum Teufel war das? Du solltest mitspielen, nicht widersprechen. Wir fliegen noch auf. Halt dich ab jetzt einfach an den Plan. Ich hab dich als Alternative fürs heutige Match eingetragen. Du gehst also rein, wenn einer der Kämpfer verliert, bevor das Match vorbei ist. Ich hab da so ein Gefühl, dass das passieren wird, wenn du verstehst, was ich meine. Wenn du's versaust und sie dein Halsband sprengen wollen, gilt Plan B. Alle töten, Hell retten und lebend das Weite suchen. Musstest du der Wache unbedingt die Lüge auftischen, dass ich Durchfall habe? Ich weiß, es ist nicht elegant. Aber wenn die Lüge detailliert und eklig genug ist, stellen die Leute keine Fragen. Funktioniert, wie du siehst. Gefällt's dir? Hab ich mir spontan ausgedacht. Zur Sicherheit. Hier soll niemand wissen, wer ich bin und dass Crater dahinter steckt. Stattdessen bin ich Reginald P. Humphreys aus dem guten alten England. Ich hing in DC fest, als die Flüge eingestellt wurden und hab's nicht mehr über den Teich geschafft. Schreckt Kämpfer ab, die türmen wollen oder drohen, ein Match auf dem letzten Platz zu beenden. Und das Publikum fährt voll drauf ab. Es kann per Knopfdruck in die Luft gesprengt werden und nimmt deinen Hals mit. Aber keine Sorge, ich hab deins durch ein anderes Halsband ersetzt. Ich hab den Sprengstoff samt Zünder entfernt. Okay. Naja, gut. Dann, alles klar. Und jetzt? Während du hier unten bist, treib ich mich auf der Tribüne rum und fädle Deals ein. Es gibt 3 Runden. Du musst alles platt machen, was sie dir entgegenwerfen. Zwischen den Runden komme ich hierher. Dann können wir besprechen, wie wir weiter vorgehen. Ich zähl drauf, dass du Erster wirst. Enttäusch mich nicht. Kann ich jetzt schon sagen, wird nicht passieren, mein Guter. Geh da raus, wenn sie dich rufen und... Eiternder Einsiedler! Ich habe ein Vermögen auf dich gesetzt. Du bist der Sklave, ich bin der Meister. Du nennst mich nicht ernsthaft Eiternder Einsiedler. Du Penner! Schau ich mal kurz hier um. Hi, Deathklaus. Bist du der Bruder von Santa? Das zähle ich mal als ja. Oh, du hast ein bisschen zittrige Knie. Wart's nur ab. Du wirst noch früh genug drauf gehen. Versprochen. Das befürchte ich auch. You must die. Ja. Das ist auch meine Befürchtung, dass wir heute drauf gehen werden. Ungute Quest. Schau genau hin, Mann. Denn dieses Halsband sorgt dafür, dass du zum letzten Mal einen echten Champion siehst, bevor du verlierst. Ja, das ist auch meine Befürchtung. Wir werden diesen Tag hier nicht überleben. Hi! Es wird schön, dich scheitern zu sehen. Ja. Leider kann ich nicht dabei sein. Das denken sich auch gerade alle 23 Zuschauer. Dass das wunderschön wird, mich scheitern zu sehen. Na gut, ich setz mich mal hin, ne? Eieiei, wir werden so drauf gehen. Ich sehe schon kommen. Wir werden so verdammt das Zeitliche segnen. Warte mal kurz. Hey, du da. Ja, gleich. Ich würde noch gerne schnell die Sachen hier alle rausnehmen. Aus dem Questlog, weißt du? Wenn möglich. Ich möchte nämlich weder das machen, noch das machen. Säubere das Dach der Stadthalle von Vatoga, habe ich jetzt auch gerade keine Lust drauf. Den brauche ich jetzt auch gerade nicht. Und die Funkstille brechen. Muss jetzt eigentlich auch nicht sein. Aber die finde ich gerade nicht. Ach da, guck mal. Schön. Also, ich darf loslegen. Warte mal, muss ich noch was... Dreck wie du. Spricht nur, wenn er gefragt wird. Oh, ich hasse dich so sehr. Ich würde dich draufgehen lassen, wenn wir den Wall Trade mit dir machen würden. Wir werden so draufgehen da drin. Aber ich habe einen Plan. Der Plan lautet... Drogen. Wir haben Drogen.
Buff-Out erstmal rein. Oh, wir werden uns einmal mit Drogen aufputschen. Das geht gut. Okay. Hi! Oh, hi! Ach du grüne Neune, wo kommt... Ich dachte, da kommt jetzt erstmal so eine Ansage. Da ist auch ein Legendary dabei, das ist ja interessant. Okay. Wolverines. Komm her. Wolverines. Wolverines. Huh. Ich würde sagen, Wolverines. So, das waren... Ich glaube, wir haben es... Nuclear Don? Hi? Na? Wer hat jetzt gewonnen? Ich, oder? Warum gibt's hier keine Ansage? Okay. Leute, ich glaube, wir haben gewonnen. Ich glaube, das war der Sieg. Bug? Ja, das könnte sein. It just works. Also das ist echt schade. Warte mal, ich guck mal eben in die Einstellungen rein. Normalerweise wird da schon was gesagt, ja. Aber eigentlich haben wir alles... Eigentlich müsste er was sagen, aber... Naja gut, heute nicht. Heute haben sie den schlechten Sprecher bestellt. Der ist nicht ganz so toll. Na gut, erste Runde überlebt. Easy cheesy. Hi. Oh wow, die Leute sind beeindruckt. Mach weiter so, dann wird das ein Kinderspiel. Mhm. Okay, hör zu. Wir können uns auf verschiedene Weise einen Vorteil verschaffen. Nuclear Dawn hat ein paar abgefahrene neue Camps genommen, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Er ist tot. Und nun können wir sie benutzen. Es gibt außerdem einige wirkungsvolle Geschütze in der Arena. Ich kann sie bestimmt hacken und deine Gegner damit abschießen. Na, die Drogen haben wir ja schon intus. Dann würde ich sagen, Geschütztürme. Geschafft. Nach dem, was ich gehört habe, dürfte das nicht auffallen. In ihrem System treten immer wieder viele auf. Okay. Okay. Pass auf. Ich hab da noch ein bisschen was. Für 3 Minuten Psycho-Buff. Das klingt gut. Das ist fast noch besser, ne? Psycho. Wir ziehen uns gleich Psycho rein. Ansonsten passt aber hier alles, ne? Ja. Einmal alles nachladen. Was wir noch so haben. Ich würde gerne mal gucken. Powerfaust. Oh, die Powerfaust, ne? Ja, doch. Powerfaust als Ersatz für Wolverine. Wir nehmen die Powerfaust, Leute. Boom! Boom! Wir boxen die! Wir boxen die weg! Mit der Powerfaust des Todes! Huha! Also eigentlich laufen wir wieder die ganze Zeit davon und versuchen nicht zu sterben. Ich glaube, wir wurden aufgerufen. Ja. Wir wurden eindeutig aufgerufen. Ich kann Verletzungen wie Unfälle aussehen lassen. Dann beschwert sich hier keiner mehr, dass du verkrüppelt wirst. Das ist aber sehr nett von dir. Ja. Mach das mal bei den Gegnern. Okay, die Powerfaust ist auf der 6. Warte mal kurz, das gefällt mir noch nicht.
Wir nehmen mal alles raus. So. Okay. Powerfaust, Aufklärungsgewehr und das Kampfgewehr. Okay. So, auf der 2 haben wir die Powerfaust. Sehr gut. Schauen wir mal. Okay, Leute. Psycho-Buff rein. Ja, Psycho-Buff, komm! Let's fetz! Ihr Maden, komm her! Boom! Auf die Fresse! Nicht draufgehen. Scheiße, das macht sogar Spaß. Jawoll. Jawoll. Komm her. Du auch noch. Gerne. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Du? Okay. Da haben wir noch jemanden. Komm her. Aufs Maul. War's das? Ja, das war's. Geil. Die waren chancenlos. Die Floater. Man nennt mich die Iron Fist. Ja, warte, wenn der Ansager nicht will, dann mache ich das eben. Meine Damen und Herren, wir haben einen Gewinner. The Iron Fist. Bombardin. Deathclaws. Du kleiner Spinner. Mach's gut. Es wird Zeit, den Kopf zum Platzen zu bringen. Grüß deinen Bruder. Ach, schön. Aber ich würde die gerne noch looten, wenn noch irgendwas da ist von denen. Ja, so ein bisschen Kleber und Säure kannst du immer brauchen. Ja, nice, oder? Nice, wie wir das gelöst haben. Ein paar Drogen reingeschmissen und schon läuft das. Hi Terence, würde dir das Game mittlerweile empfehlen? Ja, mittlerweile kann man das guten Gewissens spielen. Außer man steht auf PvP. Gut gemacht, alternder Einsiedler. Ja! Du musst dich noch steigern, wenn du das Finale gewinnen willst. Der zweite Platz ist für Verlierer. Nach deinem Sieg komme ich zu dir in die Arena, um den endgültigen Plan durchzugehen. Dann bist du auf dich allein gestellt. Oh, ich habe auch ein paar neue Informationen, die wir zu deinem Vorteil nutzen können. Maximum Medi wird sicher die Runde schmeißen, wenn ich ihr dafür das Halsband entschärfe und ihr die Freiheit schenke. Welche Hilfe darf es diese Runde für dich sein? Ja gut, wir überreden Medi. Na klar doch, Medi hat Angst um ihren Kopf. Sie wird leicht zu überzeugen sein. Es ist traurig, was mit den Verlierern passiert. Aber Medi verdient den Tod. Du musst nur mit der Wache sprechen und sie ablenken, während ich es tue. Das geht in Ordnung, oder? Na klar. Aber was mich gerade wundert, wolltest du sie nicht befreien? Oh nein, natürlich nicht. Ich werde ihr das Halsband nicht entschärfen. Sie geht drauf wie die anderen. Aber keine Sorge, sie hat's verdient.
Sie wurde verbannt und in die Sklaverei verkauft, weil sie Kinder gegessen hat. Echt übel. Ach so, na dann, gut, dann machen wir das doch. Mach dein Ding, ich mach meins. Ja. Hi, na? Zurück mit dir, Sklave. Du möchtest doch nicht verletzt in deinen nächsten Kampf gehen, oder? Ach, ganz ruhig, ich wollte keinen Ärger machen. Du sahst bloß etwas gelangweilt aus, so ganz alleine. Sag mal, mein Schätzchen, möchtest du ein bisschen reden? Weißt du, Sklaven sollten unter sich bleiben und ihre verdammte Schnauze halten. Aber, ach, was soll's. Es ist wirklich öde hier unten. Was willst du wissen? Wie hast du dir... Was ist denn das Erste, das du in der Arena erlebt hast? Und wie hast du dir eigentlich die Frisur so schick hinbekommen? Der Laden ist noch ziemlich neu, also fällt mir nicht viel ein. Allerdings... Oh, diese eine da, eine Freiwillige, ist auf den Rücken dieses riesigen Yao Guai geklettert und fing an, auf ihm herumzureiten. Er verwüstete alles und versuchte, sie zu erwischen. Aber sie zog diesen rostigen Stacheldraht hervor und raspelte ihm damit den Kopf ab. Dann wirft sie ihn Sargento auf den Schoß und spuckt ihm vor die Füße. Das war echt das Abgebrühteste, was ich je gesehen habe. Ja, das ist schon ziemlich krass. Sie verschwand mit ihrem Preis und kam nie zurück. Schade. Das ist schon ziemlich heftig. Sag mal, mein Lieber, wie heißt du eigentlich? Glenn. Glenn. Der Name gefiel mir nie. Schöner Name. Aber ich konnte mich auch nie überwinden, ihn zu ändern. So wie alle anderen hier, als die Zivilisation zerstört wurde. Du, pass auf, ich muss jetzt weiter, aber war ein schönes Gespräch. Glenn, mach's gut, ne? Viel Spaß noch hier in der Arena. Lass krachen. Du bist toll. Klar, gerne. Alles erledigt, Johnny? Hey, zurück, Sklave. Nicht übertreiben. Alles klar. Maddie, sag mal. Wir haben eine Vereinbarung, ne? Nur einer von uns wird es heute schaffen. Ja. Aber du irrst, wenn du denkst, ich lasse mich von irgendeinem Anfänger besiegen. Ja, ja, gut. Sehr gut, dass du das Spiel aufrechterhältst hier. Passt, wunderbar. Ich setz mich mal hin. Letzte Runde, Leute. Die Iron Fist kehrt zurück. Ich bin so bereit. Glenn, ich fiste die Gegner für dich zu Tode. Oh ja. Das hörte sich gar nicht falsch an. Und hier kommt sie, die mächtige Iron Fist. Schlechterin des Todes. Und was kommt hier eigentlich jetzt? Das ist doch dahinter, oder? Ach, du grüne Neune. Das Monster von Grafton. Ja, dann, oh ja, mit Effekt. Geil. Ach du Scheiße. Ja! Okay. Taktikänderung, ich habe eigentlich auch Granaten dabei, ne? Warum nutzen wir die eigentlich nicht? Wo sind die verdammten... Ich habe eine Granate dabei, mit der geht das. Woo! Die haben wir gut verballert. Sehr gut. Die haben wir schlau genutzt, die Granate. Okay, wir müssen wieder ein bisschen auf Abstand gehen. Ah, warte mal. Hier sind explosive Dingsbumstis. Okay, auf Abstand. Und die Iron Fist. Oh, weg. Heilung.
Weg! Ich will sie! Ich bin die verdammte Iron Fist! Bam! Erledigt! Ja! Die Iron Fist! Oh, Dankeschön. War noch was drin? Schön. Und hier ist sie, die Siegerin des Arena-Wettkampfes. Besser als alle anderen. Schön, schlau, mächtig. Die Faust des Nordens. Die Iron Fist. Tut mir leid, Maddie. Was habe ich gesagt? Keine Kekse, bis du sie verdienst. Ich will aber jetzt Kekse. Schnell, hör zu. Okay. Folgendes. Er enthält ein Schlafmittel, das dich ruhig stellt und das Adrenalin hemmt, falls du etwas Dummes versuchen solltest. Hier, ein Schlüssel, versteck ihn. Wenn du und Hell ausgebrochen seid, kommt her. Okay. Hör zu, Sargento kommt. Er will dich bereits kaufen. Der Deal ist bis auf die Formalitäten eingetütet. Noch Fragen? Treffen wir uns wirklich hier? Ja, aber hier wird sich niemand mehr rumtreiben, auch die Wachen nicht. Du bist eher von der blutrünstigen Sorte. Vielleicht bringst du sowieso alle um. Na, es ist gut möglich. Was, wenn Sargento mich nicht kaufen will? Sargento ist ein kranker Bastard, ja, aber immerhin steht er zu seinem Wort. Der lässt keinen Deal platzen. Alles klar. Charisma 12 kriege ich nicht hin, ich bin startklar. Okay, dann spielen wir mal wieder unsere Rollen. Genau. Ich bin die Iron Fist. Oh, das ist Sargento. Mhm. Na? Hey, Sargento. Reggie, mein Freund. Dein Kämpfer war so gut, wie du versprochen hast. So ein erstklassiger Killer würde viel Gewinn abwerfen. Willst du sie wirklich abgeben? Ja, Mann, ich freue mich. Aber ich will weiterziehen und ich denke, sie ist hier bei dir besser aufgehoben. Ja, verstanden. Sichere dir einen guten Preis, solange du kannst. Sollte ich sonst noch irgendwas wissen? Ach, ein wenig dumm und riecht wie ein versifftes Klo. Aber das wäre auch das Schlimmste. Hey! Ha! Du bist klasse, Reg. Wir haben einen Deal. Wir regeln das später, wenn der Kämpfer bei den anderen ist. Gut, mein neuer Sklave. Wir sollten das mit einem Schluck aus dem Siegerpokal feiern. Runter damit. Na, Prost, ne? Und du bist dieser Hell. Hm, guck mal, ein Pipi-Eimer, den nehme ich mit. Ach, guck mal, ein bisschen First Aid nehme ich auch mit. Metalleimer nehme ich auch mit. Gleich, Hell, gleich, ich hab's gleich. Hier ist noch ein Tresor. Kann ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Oh. Die neue, was? Hoffentlich hältst du länger durch als dein Vorgänger. Ja, natürlich. Pass auf, Johnny und ich sind hier, um dich zu retten. Was? Johnny? Nicht zu fassen, dass er mich retten will. Das ist toll. Wie lautet der Plan? Ich habe einen Schlüssel. Gehen wir da raus und kämpfen wir uns durch. Nicht die eleganteste Lösung. Ja, aber unter uns gesagt, wir schaffen das schon. Auf jeden Fall. Jetzt dürften eigentlich nur wenige Wachen da sein. Ich bin direkt hinter dir, wenn du gehst. Sehr gut. Okay. Bruderschaftsmodus an.
Habe ich Durst? Ja, ein bisschen Durst habe ich noch, ne? Kein Problem. So. Okay. Hau. Oh, hoi! Du grüne Neune. Hi! Es gibt Ärger! Die ist geplatzt. Oh, da sind noch ein paar mehr. Okay. Iron Fist Modus! Ich habe ein bisschen was, kein Problem. Aber erstmal looten wir. Und ich nehme alles mit. Das ist eine saublöde Idee, ich weiß. Wir müssen von hier verschwinden. Ja, das müssen wir wohl. Okay. Wir müssen vor allem den Weg nach unten finden. Da unten, da wollen wir hin. Da steht Johnny Weston. Wir gehen mal in den Schleichmodus. Aber ich glaube, das ist gar nicht mehr nötig. Oh! Mist. Irgendwo ist noch einer. Da. Gut gesprungen, aber leider nicht gut genug. Okay. Johnny, wir haben es geschafft. Wir haben... Ich habe Hal gerettet. Johnny, wie geht's? Danke, dass du mich da rausgeholt hast. Hal, Alter. Oh, du siehst übel aus. Na, passt zu dir, denn für dich sieht's übel aus. Hm? Oh, was? Johnny? Warum? Hey, danke, Waldbewohner. Was zum Teufel, Johnny? Du hast sie erschossen nach all dem. Ja, hab ich. Tut mir leid, dass ich gelogen habe. Aber wenn du gewusst hättest, dass ich Hals tot will, wärst du nicht mitgekommen. Na, natürlich nicht. Hal hat mich gelinkt. Bei unserem letzten Job hat er sich zu viel unter den Nagel gerissen und dann gelogen. Als ich's rausfand, hatte er sich schon unter dem Vorwand getrennt, nicht in Crater bleiben zu wollen. Ich musste ihm eine Botschaft schicken, dass keiner Gentleman Johnny Weston reinlegt. Nicht mal dessen bester Freund Hal. Warum sollen wir ihn überhaupt retten? Es war rein persönlich. Hal hat mich verarscht. Ich musste ihn abmurksen. Nicht irgendein Zweitklassiger möchte gern Cäsar wie Sargento. Und woher weiß ich, dass ich dir vertrauen kann? Auch wenn es egal ist, weil ich mit den Siedlern eine gemeinsame Sache mache, aber ganz trotzdem. Ganz einfach. Versuch nur nicht, mich aufs Kreuz zu legen wie Hal. Dann werde ich dir auch keine Kanone vors Gesicht halten. Na, das war sehr nett. Naja, aber musstest du ihn wirklich unbedingt töten? In diesem Business musst du hart sein. Hm. Sieh's mal so. Ich habe meine Rache bekommen und ihm ein Leben in Sklaverei erspart. So gesehen war ich sogar gnädig. Na, das war sehr nett. Verschwinden okay. Wir. Bevor wir gehen, gibt es noch eine Sache zu besprechen. Sag Meg, dass ich die Hälfte des Anteils der Bande an der Vault-Beute will. Sonst bin ich weg. Na, da müssen wir aber nochmal
Da müssen wir, glaube ich, pass mal auf. Ich glaube, da müssen wir nochmal ganz kurz einen Moment. Warte, ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Ich muss nur mein Charisma ein bisschen boosten, falls ich das kann. Aber eigentlich ist egal, weil... Eigentlich ist es wirklich egal, weil wir ja sowieso nicht mit den... mit den Raidern zusammenarbeiten. Aber trotzdem. Hm. Okay, ich kann's nicht. Eine Sache noch. Ja. Du hast Nerven. Meg weiß, dass sie mich braucht. Jetzt musst du entscheiden, ob ich's wert bin oder ob wir alles abblasen. Du bist ein gieriges, stures Arschloch. Entweder akzeptierst du weniger oder du sagst es Meg selbst. Okay, okay. Du bist ein zäher Verhandler. Meinetwegen 25%. Na, geht doch. Komm mal zurück nach Crater, oder? Ja. Wir haben den alten Weston-Trick abgeschlossen. Und ein Bett bekommen. Yes. Das ist ein schönes Bett. Und ein paar Ressourcen, das ist auch sehr schön. Das ist alles sehr, sehr nice. Und wir sind immer noch überladen. Das heißt, ich glaube, wir können von hier gar nicht raus. Wir müssen also leider die ganzen tollen Waffen zurücklassen. Naja, ich ist gar nicht so wild, aber... nicht. Ich mach mal sauber. Im Endeffekt sind es ja nur... ein paar Ressourcen, die wir hier zurücklassen. Alles halb so wild. So, okay. Gut. Damit haben wir sämtliche Raider-Quests fürs Erste abgeschlossen. Wir wären bereit. Das, glaube ich, können wir ja auch noch sagen. Der guten Mac. Aber dann ist erstmal Schluss. Das Spiel ist abgeschmiert bei dem Versuch, dir einen Bonus zu geben. Ach, egal. Das macht doch nichts. Das ist alles kein Problem.